Willkommen zurück bei Valkyria Chronicles. Immer noch mitten in der Schlacht bei Runde 3. Wir haben noch 5 Kommandopunkte übrig. Und ihr möchtet das wirklich so Verschwendung, so ohne jegliche Verschwendung irgendwie erledigen. Das Hauptproblem ist, wir haben Lago natürlich. Ich sage immer Lance, weil das Lancer sind. Kommt ja in diesem Panzer nicht ran, aber der wird vermutlich mit irgendwann nach vorne kommen. Ich will mal versuchen, den einen Scout da niederzustrecken. Ich hoffe, das wird funktionieren. Beziehungsweise probieren wir es mal mit dem Das hätte man noch besser lösen können. Weil der hat nichts verloren. Dann muss ich mal hier rüber, nach vorne. Okay, da hinten ist der Panzer. Steht erstmal sicher. Der Sniper aus dem Weg geräumt. Der da oben nicht. Wir sollten auf jeden Fall den einen Lancer da irgendwie noch wegbekommen. Und eventuell noch Alicia mit ins Spiel bringen, weil die mit am weitesten laufen kann. Wir probieren erstmal mit Lago aus in einen Panzer zu treffen. Okay, das war Nummer 1. Und jetzt glaube ich keine Moon mehr. Würde es vielleicht Sinn machen, den anderen Lancer noch dazu zu holen. Den lieben Walter. Die Frage ist, wie weit nach vorne kommt der? Okay, das war Nummer 1. Entschuldigt, wenn ich etwas ruhig bin, aber verflucht, das war zu wenig. Aber das ist so extrem anspannend. Also, ich dachte anfangs, ja, spiel mal was Entspanntes mit ein bisschen Action und allem drum und dran, aber von wegen, das Spiel ist so extrem unentspannt. Und wir haben nicht getroffen. Das kann doch wohl nicht denen sein Ernst sein. Gut, jetzt haben wir uns zumindest hier wenigstens Sicherheit. Was können wir als nächstes noch machen? Wir könnten. Ein bisschen am Ende der Phase. Okay. So viel dazu. Wir haben zumindest Schaden anrichten können. Was soll da der Lärm? Ist irgendwas passiert? Wir bekommen Angriffsmeldungen und sie wollen Verstärkung anfordern.
Wie können die Gallianer es nur schaffen, hier rüberzukommen? Wach die Männer auf. Bring sie her, schnell. Es gibt die Option, sehr wohl, dass sie es erst später mitbekommen, aber die Verstärkung kommt trotzdem. Das zumindest als Spoiler. Man kann es nur rauszögern, es bringt aber im Endeffekt gar nichts. Außer eventuell einen Kommandopunkt, darüber will ich mir aber jetzt nicht nachdenken. Wir können natürlich auch für Backup sorgen. Und um das zu verhindern, wie gesagt, muss man dann Camps einnehmen. Und das so schnell wie es geht. Aber unser Ziel ist nicht das Camp da drüben, sondern das da oben. Und wie ihr seht, die haben 4 Kommandopunkte gebraucht. Also haben die, glaube ich, 4 Leute geholt. Und der eine Panzer kommt jetzt nach vorne. Die große Frage ist jetzt von mir vor allen Dingen. Sollten wir einen von den Lancern abstellen? Weil wir haben ja auch 2 Lancer, 2 gegnerische, der eine. Und wenn die. Die können nämlich auf uns drauf zielen. Und das schmeckt mir eigentlich gar nicht. Wir müssen zumindest hier für Backup sorgen, das ist, wenn wir den Panzer nach vorne bringen. So. Die große Frage ist jetzt, um wen kümmern wir uns zuerst? Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um den einen Shocktrooper da. Und das war auch ein Kommandopunkt, der war sehr, sehr wichtig. Wir ziehen unsere Rosie direkt nach vorne. Und ihr Potenzial wurde hier angewendet. Was das Ganze bedeutet, würde ich mir im späteren Verlauf des Spiels nochmal anschauen wollen. Nicht jetzt, weil, wie ihr sicherlich merkt, ich bin ein wenig angespannt, ist das richtige Wort. Und unser Ziel jetzt ist eindeutig dieser Panzer da. Nein, wieder daneben, das gibt's doch nicht. Nun denn, würde ich sagen, wenn der Lancer es nicht schafft, ziehen wir mit unserem Panzer nach vorne. Nice. Das war nice. Okay, den brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Jetzt müssen wir ganz schnell in das Basecamp davor und aufpassen, dass uns seine Lanze da nicht zwischenfunkt. So, jetzt müssen wir aber Helik auch aufpassen, dass dass wir keinen Schaden nehmen. Wir brauchen auf jeden Fall Rückendeckung. Ihr seht, der Sichtschutz hier ist nicht gegeben. Ich würde sie bald mal mit dem Sniper da probieren wollen. Aber der wird wahrscheinlich nicht nah genug rankommen. Das ist das Blöde. Oder? Probieren wir es mal.
Ach, genau, daneben. Okay, es war ein Versuch wert auf jeden Fall. Die große Frage ist jetzt, mit wem gehen wir nach vorne? Wir brauchen kampfstarke Soldaten. Die liebe Rosie ist ein bisschen angeschlagen, aber es wäre eine Option, zumindest den einen Scout da zu erledigen, aber der andere ist mir auch noch im Weg. Und da oben sind auch bald, glaube ich, bis zu... Es sind auf jeden Fall Gegner da, und das nicht zu wenig. Lass man hier zumindest erstmal in Sicherheit. Ich würde sehr gerne dem einen Sniper noch die Chance geben. Und wir müssen auch beobachten, was sich hier hinten tut. Ich hoffe, er hat noch Moon über. BZW, wir könnten es probieren, mit dem Sniper zu treffen, aber der ist sehr weit weg. Jetzt besteht die Hoffnung darin zu sagen, beziehungsweise machen wir es so, wir können mich hier speichern. Ich will nämlich kein Mist bauen. Hat er das jetzt gespeichert? Ja, sehr gut. Das möchte ich mir nicht nochmal antun, diese Schlacht wirklich nicht. Und das war ein Fehler, ihr habt es so gewusst. Okay, entschuldige mich, aber... Den Fehler möchte ich definitiv nochmal ausbügeln. Weil, ihr habt gesehen, der hat keine Moon mehr gehabt. Das war echt dumm. Die Frage wäre jetzt, können wir vielleicht von unten ran mit dem Panzer? Das Hauptproblem, was ich sehe, da wird der Lancer von oben zielen wollen. Was wir machen können mit Hannes nach vorne. Und dann haben wir noch einen Sniper, aber der bringt uns jetzt gar nichts. Genauso wie unser Alicia uns jetzt leider auch nichts wirklich bringt. Echt in einem Schlamassel drin. Ich würde den Sniper gerne nutzen, aber das ist wahrscheinlich Kommandopunkte vor die Säue. Aber er hätte definitiv noch mehr Moon als unser Sniper. Ich ziehe auf jeden Fall jetzt Hannes erstmal vor. Ich weiß. Gehen wir über links oder über rechts? Wir probieren es erstmal darüber. Ah, shit, das hat mir noch gar nichts gebracht. Kann von beiden Seiten angegriffen werden. Das ist überhaupt nicht nice. Gut, gehen wir das Risiko ein, dass wir ihn Bewegung hat er nicht mehr viel. Wir ziehen ihn jetzt da rüber zur Rosi. Jetzt haben wir noch einen Kommandopunkt für die vierte Runde über.
Den will ich nicht unnötig verbrauchen, um ehrlich zu sein. Ziehen wir jetzt unsere Alicia vor, würde ich sagen. Die kann uns im Notfall dann immer noch zumindest als Laufhilfe dienen für das Basecamp. Können wir die vielleicht noch hinter dem Panzer kriegen? Sehr gut. Gut, die Runde hätten wir. Die Phase. Und jetzt bin ich gespannt, was die Gegner macht. Sehr gespannt. Und wir sehen da schon den ersten Shock Trooper. Einen weiteren Shock Trooper. Und noch einen Shock Trooper. Und einen Lancer. Und der macht mir am meisten Sorgen. Okay, das ist nur ein Scout. Wir kommen alle da aus der Base raus. Das ist gar nicht gut. Jetzt sind wir dran. Okay, den Lancer, den hat er noch stehen lassen. Wir werden jetzt natürlich versuchen, hier ein bisschen mit unserem Mörser zu arbeiten. Okay, der eine ist uns direkt Frage ist, ziehen wir mit dem Panzer vor? Ich bin mir halt überhaupt nicht sicher. Wer war das denn? Oh, das war unsere Alicia. Ich mag den Panzer da nicht wegbewegen. Wir haben auf jeden Fall da einen Gegner liegen. Ist der tot? Das wäre natürlich äußerst günstig. Alter! Der ist weg. Der ist auch weg. Lauf, lauf, lauf. Wir haben jetzt schon mal zwei erledigt. Alter. Da hinten der Panzer move zwar, aber ich weiß halt nicht, wie weit der move. Ich werde jetzt am liebsten mit Rosie darüber.
Okay, die ist zumindest hier schon mal, zumindest halbwegs sicher. Jetzt die große Frage, kann ich mit meinem Panzer denn vor Verwirrung stiften? Hier vorne ist jetzt schon unser Licher. Da haben wir unseren Hannes, der kann aber nicht weit hatschen. Ist der angeschlagen? Na, überhaupt nicht. Die Frage ist, können wir mit unserem Panzer da für Verwirrung stiften? Nein, 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 nein. Die Frage, haben die Schaden genommen? Nein, überhaupt nicht. Oh Gott, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge, also wir sehen uns gleich wieder und hoffentlich auch mit einer erfolgreichen Schlacht.